In diesem Video geht es um Energiemanagement an Bord einer Langfahrtjacht. Es geht nicht darum, es perfekt zu machen. Es geht darum, loszukommen und an solche Orte zu kommen wie hier, Palma de Mallorca, Port de Soyer. Und deswegen ist es eine Low-Budget-Lösung, aber sie funktioniert. Damit euch nicht langweilig wird, während ich erzähle, gibt es jetzt und immer mal wieder zwischendrin schöne Bilder von gerade von Situationen, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, weil darum geht es doch. Keiner will doch eine perfekte Lösung und vielleicht jahrelang basteln und dann doch mit dem Boot im Hafen bleiben. Wir wollen doch alle los und solche Bilder sehen wie ihr jetzt. Uns hat sich vor 1,5 Jahren eine glückliche Situation geboten und die wollten wir unbedingt nutzen. Deswegen haben wir überlegt, wie wir mit möglichst wenig Mitteln und mit möglichst geringen Eingriffen in ein Boot ein Energiemanagement aufstellen können, was qualitativ hochwertig ist, was funktioniert, was die Grundlast mit regenerativen Energien abdeckt, was wenig Eingriffe ins Boot verlangt, was möglicherweise mobil ist, also von jetzt auf das nächste Boot mitgenommen werden kann, wenn denn der Punkt irgendwann kommt. Ja, und die vor allem funktioniert und unsere Grundlast ökologisch abdeckt. Hier ist unsere Low-Budget-Lösung, also viel Spaß dabei. Wir haben eine Energiebilanz gemacht, wo wir alle Verbraucher an Bord aufgeschlüsselt haben und wo am Ende unten an der Tabelle dann ein Tagesverbrauch rauskommt. Und uns war relativ schnell klar, dass wir eine Batteriebank brauchen, die ungefähr erlauben, 300 Amperestunden zu entnehmen, weil wir eine Autonomität haben wollten von 4 Tagen. 4 Tagen unter Segel, aber auch unter Anker. Bei 300 Amperestunden bräuchtet ihr eine Batteriebank mit ungefähr 700 Amperestunden, wenn ihr Bleisäurebatterien nehmt. Die werden dann riesig groß und riesig schwer. Wir haben uns an der Stelle für Lithium-Eisenphosphat-Batterien entschieden. Wir haben 2 Verbraucherbatterien mit je 200 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat und das funktioniert prima. So, also das ist sehr verbaut hier. Wir haben einfach nicht mehr Platz und das war auch der Grund, weswegen wir Lifepo genommen haben. Hier steht, wie man die abklemmt, das vergesse ich sonst immer. Das ist eine Batterie mit 200 Amperestunden und das hier ist auch eine. Das sind die Lifepo-Batterien und man sieht ja von der Abmessung hier, wie klein das ist. Also hier für 400 Amperestunden, das ist schon beachtlich. Zum Vergleich, hier ist eine herkömmliche 105 Amperestunden Starterbatterie und dann sieht man auch, wie klein die eigentlich ausfallen. Hinter mir seht ihr unsere solare Energieerzeugung vor Anker liegen. Das sind einmal die 2 fliegenden Solarplatten, die auf dem Bimini einfach nur aufgelegt werden. Das Bimini hängt bei uns unterm Baum, das heißt, das funktioniert auch nur, wenn wir vor Anker liegen. Ja, und da liegen die einfach nur auf, das sind 2 mal 100 Watt, also ca. 8 Ampere liefern die dann. Und die sind einfach nur relativ einfach mit Spannern befestigt, damit sie nicht wegfliegen bei Wind. Reicht vollkommen, ist damit auch schnell abgenommen und schnell verstaut. Aber das Kernstück sind unsere 2 ausklappbaren Solarpaneele. Die sind von Solara, das ist eine super Qualität, da sind wir sehr zufrieden. Die lassen sich auf- und abklappen, ich zeige euch das gleich mal. Und so wie sie jetzt stehen, also auch in der geklappten Version, kann man sie entweder senkrecht oder auch in jedem beliebigen Winkel fahren. Also das funktioniert, das machen wir auch. Wenn wir segeln, dann sind die ausgeklappt, je nach Bedarf. Und dann, man kann sie auch der Sonne dementsprechend so ein bisschen nachführen. Interessant finde ich übrigens, wenn die senkrecht runterhängen, also gar nicht der Sonne nachgeführt werden, dann liefern sie ungefähr 1/3 dessen, was sie liefern, wenn sie optimal nachgeführt werden. Also auch nicht schlecht. Den Bügel haben wir extra dafür anfertigen lassen. Den gibt es praktisch auf jeder Seite. Wir haben einmal hier oben 2 Knebelschrauben. Das ist ein vorgefertigtes System. Das gibt es zu kaufen. Normalerweise mache ich das im Stehen, aber dann könnt ihr mich nicht sehen. Hier unten gibt es nochmal eine Knebelschraube, weil das ganze System ist ein Rutscher, der rutscht hier auf dem unteren Holm. Und dann gibt es hier noch in der Mitte diese Schraube. Damit kann man die Schräge einstellen. Und wenn ich es jetzt komplett abklappen will, dann schiebe ich hier unten den Rutscher noch weg. Und damit hängt das Paneel. Ich mache dann die Knebelschrauben wieder zu und sichere das einmal mit so einem Strop hier. Und damit ist das auch fix und da passiert auch nichts. Blöd ist natürlich, wenn man eine Rempelei im Hafen hat, was uns schon mal passiert ist, dann sind die natürlich sehr exponiert und riskieren auch kaputt zu gehen, wie es bei uns auch mal der Fall war. Was ich persönlich an den Victron-Geräten ganz besonders schön finde, das ist, dass man die auf einer App übersichtlich sehen kann. Und ich zeige euch jetzt mal
erstmal den Energiemonitor. Also die Batterie ist zu 68% geladen und im Moment lädt er mit 11,5 Ampere. Wenn ich jetzt mehr wissen will, dann gehe ich hier wieder raus und gehe jetzt zum Beispiel mal in die Steuerbordseite von dem Solarpanel. Das ist jetzt eins von diesen abklappbaren Solarpanelen und es liefert jetzt aktuell volle Besonnung mittags, allerdings ein bisschen von Achtern. Das heißt, wir sind nicht optimal ausgerichtet. 85 Watt und das sind ca. 6 Ampere. Wir können uns, ich gehe hier nochmal einmal in die Historie rein, dann sieht man, wie viel das ungefähr pro Tag generiert. Also wir hatten gestern zum Beispiel 610 Wattstunden und vor ein paar Tagen hatten wir 750 Wattstunden. Das ist schon ganz schön viel, finde ich. Wir gehen mal auf die Flex. Das sind diese, die auf den Bimini drauf liegen. Das sind beide Paneele zusammengeschaltet. Und die liefern jetzt 8,8 Ampere. Also wenn man das vergleicht mit den Solara-Paneel, also das hier ist praktisch ein Drittel schlechter. Es könnte natürlich sein, dass der Baum jetzt so ein bisschen verschattet. Ein weiterer Bedarf war, wir wollten einen sehr großen 230 Volt Verbraucher an Bord betreiben können. Das ist unser Wassermacher, der macht 120 Liter Wasser in der Stunde. Und ja, er ist tragbar und tragbar in der Leistung heißt 230 Volt. Unser Ansatz war gewesen, wir machen einmal in der Woche Wasser. Und ja, das war das Gerät. Kann man darüber streiten, ob das eine gute Idee war. Das war jedenfalls unsere Voraussetzung. Und das bedeutete auch, dass wir in der Lage sein müssen, 230 Volt Strom entweder in ausreichender Form über die Batterien zur Verfügung zu stellen oder eben vor Ort dann zu erzeugen. So, da ist der Generator. Bevor ich anfange, euch irritiert bestimmt hier das Hemd über dem Außenbord. Der hat einen schwarzen Korpus und deswegen verdunstet er eher den Sprit, als dass er ihn verbrennt. Das heißt, wenn ich ihn nicht brauche, ist dann weißes Hemd drüber, ist nur ein Provisorium, bis wir eine Abdeckung haben. Aber es geht eigentlich hier um den Generator. Das ist der 2,2i und hat zwei Steckdosen. Man kann ihn auf schnell oder langsam schalten. Benzin-Einfüllstutzen, Anreißer, An- und Off und hier oben noch der Choke. Und das war's schon. Ich reiße ihn mal kurz an. Das war's. Also wie ihr seht, sehr einfach zu bedienen, relativ einfach zu transportieren, kann man gut wegstauen. Und ich finde es auch von der Geräuschentwicklung relativ angenehm. Das ist jetzt sozusagen die geringstmögliche Leistung, die er abgibt. Damit ist immer noch ein Laden von ca. 50 Ampere möglich. Und ja, wenn man Vollgas will, geht es etwa so. Und dann kann man mit 90 Ampere laden. Aber es täuscht tatsächlich so ein bisschen, wenn man 10 Meter entfernt ist, dann hört man fast nichts mehr davon. Man hört, dass da gut läuft, aber es ist wirklich nicht unangenehm, das Geräusch. Also er ist natürlich nicht mein Lieblingsgerät an Bord. Immerhin ist es ein Segelschiff, aber ich finde, um einfach einzusteigen und relativ schnell loszufahren, ist es doch eine erlaubte Lösung. Der Honda-Generator, den wir haben, liefert eine Dauerleistung von ca. 1600 Watt. Und das ist eine ganze Menge. Damit können wir zum einen den Wassermacher betreiben und es bleibt sogar noch ein kleines bisschen über. Also er geht einen Teil, gibt er weiter an den Wassermacher und ein Teil geht direkt in die Batterie als Ladestrom rein. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, wir machen 2 bis 3 Stunden Wasser und wenn wir dann feststellen, die Batterie ist noch nicht geladen in dem Zeitpunkt, dann läuft der Generator halt noch mal eine halbe Stunde länger. Wenn nur der Generator an den Multiplus Strom liefert, 230 Volt, dann macht der Multiplus daraus Ladestrom. In unserem Fall ist es der Multiplus 2. Ich zeige euch den mal. Ich kriege ihn leider nicht komplett drauf. Das ist der Multiplus 2. Es gab vorher den Multiplus 1, der war deutlich niedriger, aber deutlich tiefer. Und der hier ist ein 12-Volt-Gerät mit 3000 Volt Ampere.
und 120 Ampere Ladeleistung. Und wie schon draufsteht, er ist zum einen Ladegerät, aber auch Inverter. Das heißt, er ist auch in der Lage, 12 Volt Strom wieder umzuwandeln in 230 Volt Strom, um damit ganz normale Steckdosen zu betreiben. Was ihr hier oben rechts in der Ecke seht, das ist der Solarladeregler von den flexiblen Solarpaneelen, die also fliegend an Deck verlegt sind. Deswegen gibt es auch hier eine relativ fliegende Leitung. Die ist allerdings mit der Zugentlastung versehen, damit ich den nicht rausreiße. Und der wird einfach fliegend nach draußen verlegt. Ist vielleicht keine optimale Lösung, aber so funktioniert es erstmal. Und hier unten ist der alte Multiplus, den wir zuerst hatten, mit dem wir ja nicht so ganz ausgekommen sind, weil er nur 50 Ampere Ladeleistung hatte. Das war uns zu wenig, den Generator deswegen laufen zu lassen. Und er hat auch mit 1200 Volt Ampere nur ja einen Teil dessen geliefert, was wir brauchten. Wir brauchen allein schon für den Wassermacher ca. 1300 Watt und das sind hier ca. 900 Watt. Also jetzt hängt er hier noch als Backup. Zusammenfassung. Wir können auf der einen Seite mit den Solarpaneelen ca. 80 Ampere am Tag Strom generieren und das reicht für die Grundlast. Also so sind wir erstmal bei Fahrt und vor Anker mit der Grundlast abgedeckt. Die Batterie wird zwar entladen, aber relativ langsam entladen, fällt das oft zusammen mit dem Zeitpunkt, wo Wasser gemacht werden muss. Und das heißt dann auch, dass der Generator für 2 bis 3 Stunden in der Woche läuft, um vor allem Wasser zu machen, aber daneben auch den Strom in die Batterie einzuspeisen. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die wir haben vor Anker. Wir sind damit dem Grunde nach sehr zufrieden. Also ich finde den Generator mittlerweile nicht mehr störend. Natürlich ist man dadurch nicht komplett autark. Man muss Benzin kaufen, würde ich mir gerne ersparen, nicht nur finanziell, sondern natürlich auch ökologisch. Wenn wir das machen wollten, dann müssten wir sozusagen auf die Spitzenlast sowohl unsere Batteriebank auslegen als auch unsere Erzeuger. Das heißt, wir müssten wegen des Wassermachers deutlich mehr Solarpaneele und auch zum Beispiel einen Windgenerator oder einen Wassergenerator dazu stellen. Und das haben wir nicht und das wollen wir im Moment auch nicht. Wir wollen diese Saison, vielleicht die nächste Saison auch noch mit dem Setup weiterfahren. Wir werden, sobald es möglich ist, nochmal 2 fliegende Solarpaneele dazu bestellen. Ich hatte das versucht, aber hier auf die Balearen liefert unser Lieferant nicht. Auf den Balearen habe ich bisher nichts gefunden, was in Frage kommt. Das heißt, ich werde mir das ins Winterlager von Deutschland aus schicken lassen und dann steht das für das nächste Jahr zur Verfügung. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere bitte den Kanal. Da oben kannst du von Anfang an gucken, was wir bisher gemacht haben. Wir sind ja seit einem Jahr auf Langfahrt. Und ja, wenn du so lange nicht warten möchtest, dann kannst du natürlich erstmal die alten Videos angucken. Bitte abonniere den Kanal, mach die Glocke an, dann wirst du das nächste Mal informiert, wenn es weitergeht. Share, like und comment. Mir sind deine Kommentare natürlich sehr wichtig, also schreib sie bitte deine Fragen in die Kommentare rein, die werden beantwortet. Und wenn du so lange nicht warten willst, dann kannst du natürlich auch gerne über Facebook und Instagram gucken, wo wir gerade sind oder auch da mit uns Kontakt aufnehmen. Also, ich freue mich, dass du bis hierher dabei warst. Das nächste Mal ist auch Marion wieder dabei. Also vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss!